Ein interessanter auch, das werden Sie auch sagen, schöne Bilder hier, schöne viele Spitzen. Wir sind hier in einem speziellen Raum und zwar sind wir in Italien. Wir sind in Ispra, das ist Norditalien am Lago Maggiore. Und hier fanden wir eine Forschungseinrichtung, für mich war es sogar neu gewesen, eine europäische Forschungseinrichtung. Und zwar heißt sie Joint Research Center, JRC. Das habe ich dann noch gesucht, als ich nach Italien hier zur Vorbesprechung fuhr, fand es aber nicht. Ich fand ein CCR. Und das CCR werden wir gleich erklärt bekommen, was das heißt. Es soll das gleiche auf Italienisch heißen. In der Wikipedia steht zwar drin, Credence Clearwater Revival für CCR, aber das nur so ganz, ganz nebenbei. Ich darf vorstellen, den Direktor des Instituts, jetzt muss ich auch schon wieder IPSC, das Institut für Schutz und Sicherheit des Bürgers. Die Abkürzung kommt aus dem Englischen. Aus dem Englischen. Und es ist Dr. Stefan Lechner. Sie sind Direktor dieses Instituts. Wie viele Leute haben Sie eigentlich in dem Institut? Das Institut ist verhältnismäßig groß. Es besteht aus 500 Mitarbeitern, von denen ungefähr 420 echte Forscher sind, die sich mit dem Thema Schutz und Sicherheit des Bürgers befassen. Vieles ist unbekannt bei uns in Deutschland, glaube ich, dass die Europäische Union so große Institutionen hat. Ist ja nicht die einzige, dieses CCR hier in Ispra. Es gibt noch mehrere Standorte. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über diese Institution. Das Joint Research Center oder auf Deutsch gemeinsame Forschungsstelle ist einer der Dienste der Europäischen Kommission, das heißt letztlich der europäischen Verwaltung. Die bekanntesten Dienste sitzen alle in Brüssel oder in Luxemburg, wohingegen dies hier in Ispra in Norditalien der drittgrößte Standort der Europäischen Kommission ist. Und wir haben hier tatsächlich ungefähr 1700 Mitarbeiter in drei verschiedenen wissenschaftlichen Instituten vor Ort. Die meisten davon, habe ich gehört, sind zu 80% sind das sogar Wissenschaftler hier, richtige Wissenschaftler. Der Rest ist Verwaltung. Also ein hoher Anteil von Akademikern auch hier auf dem Gelände, ein riesengroßes Gelände. Wir werden nachher noch ein bisschen was davon sehen. Und, aber jetzt erklären Sie doch einfach mal, was heißt denn CCR? Ich habe immer die Schilder gesehen, CCR. CCR ist Centro Comune di Ricerca. Das ist schlicht und einfach nur die italienische Entsprechung des Joint Research Centers. Und die Aufgabe des Joint Research Centers als einzige Stelle, wo innerhalb der Europäischen Kommission tatsächlich geforscht wird, ist die Technologieberatung derjenigen, die in Brüssel Politik machen. Ja, und das ist, man kann sagen, hat schon Geschichte. Ich glaube, 1958 wurden die ersten Verträge unterschrieben. Der italienische Staat hat der Europäischen Union das Gelände geschenkt und hat gesagt, hier kann geforscht werden. So ähnlich war es, glaube ich, sogar. Das Gelände ist auf 99 Jahre verpachtet und der Standort hat jetzt gerade vor wenigen Tagen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Das heißt, 1959 sind wir hier als europäische Institution aus der Taufe gehoben worden. Damals als reines Nuklearforschungszentrum, aber das hat sich komplett gewandelt. Inzwischen arbeiten hier drei Institute auf den Themen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Und dieses Nuklear, das war ja eine tolle Sache in den 50er Jahren. Ich weiß das noch als Jugendlicher, dass ich mir in den Zeitschriften wurde uns vorgegaukelt, werden nachher so kleine Tornister auf dem Rücken und so Propeller da oben, da hinten wäre ein kleiner Uranbrenner drin und wir würden da lustig durch die Gegend fliegen. Leider ist es nicht so gekommen, wäre ganz gut heutzutage. Was wird denn heute da geforscht in puncto Atom? Ich meine, Sie sind nicht der Direktor von diesem Institut, aber so ein bisschen Überblickwissen haben Sie auch davon. Denn hier in Ispra hat das Joint Research Center auch noch Sicherheitsaktivitäten zum Thema nukleare Sicherheit, Schutz der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder der Abzweigung von radioaktiven Substanzen aus der ganz normalen Produktions- und Nutzungskette. Es gibt allerdings auch noch andere Institute im Joint Research Center, zum Beispiel das Institut für Transurane. Das ist ein rein auf nukleare Technik ausgelegtes Institut in Karlsruhe, sogar in Deutschland. Das heißt, Karlsruhe spielt da auch mit, die Helmholtz-Gesellschaft spielt da mit, in dem Verbund, im Europäischen Verbund. Hat Deutschland noch etwas in der Richtung Europa? Deutschland und Europa haben dort sicherlich noch eine ganze Menge zu bieten, aber der zentrale Punkt am Joint Research Center ist schlicht und einfach seine Unabhängigkeit. Aha. Wir sind keine deutsche Forschungsinstitution, wir sind keine italienische, französische, englische Forschungsinstitution, sondern wir beraten unabhängig unsere Kollegen, die als Politikentscheider in Brüssel sitzen. Gut, bleiben wir bei Ihrem Institut. Was ist da schon alles geforscht, entwickelt, in die Praxis umgesetzt worden, was wir vielleicht alle kennen?
Das Institut für Schutz und Sicherheit des Bürgers hat eine wechselhafte Geschichte und ist vor ungefähr 10 Jahren entstanden aus einer Mischung von anderen Anteilen, die wir früher hier im Joint Research Center gehabt haben. Aber sie werden von Technologien und von Regulierungen in Europa geschützt. Wenn Sie ein Lastwagenfahrer sind und den von uns mitbestimmten digitalen Tachografen benutzen, der seit 2006 für alle Neuzulassungen verpflichtend ist. Wenn Sie ein Fischer sind und sicherstellen wollen, dass die Konkurrenz nicht in verbotenen Zonen fischt, dann sind wir diejenigen, die über satellitengestützte Auswertesysteme dafür sorgen, dass dies auch bekannt werden und kontrolliert werden kann. Wenn Sie ein Bürger sind, der sich über Grenzen bewegt und einen elektronischen Reisepass besitzen, wie es ihn auch in Deutschland gibt, dann sorgen wir dafür, dass die Testverfahren zur Prüfung von industriell hergestellten Kartenlesern einheitlich über Europa ausgebreitet werden. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was da so zusammenkommt. Das sind aber jetzt nur die bekannten Sachen. Es gibt wahrscheinlich sehr viele unbekannte Sachen, die aber trotzdem notwendig sind. Bleiben wir einfach mal bei dem Institut. Wenn man mit anderen Kollegen darüber redet, sagt die, die haben es aber gut. 85% Grundfinanzierung von der EG und 15% müssen sie selbst besorgen. Also, dass der Herr Verheugen-Fleischmann einen Auftrag gibt und ein anderer Kommissar einen Auftrag gibt, das ist doch schon ein bequemes Arbeiten. Das ist sicherlich eine sehr vorteilhafte Position, die wir hier haben, aber es ist auch eine sehr zentrale Position, die die verschiedenen Forschungseinrichtungen in Deutschland, in Frankreich, in den anderen europäischen Mitgliedstaaten eher ergänzt, als ihnen Konkurrenz macht. Das heißt, diese Grundfinanzierung entsteht daraus, dass wir ein Bestandteil der Europäischen Kommission sind. Und nur deswegen haben wir auch die Unabhängigkeit, unsere Kollegen zu beraten und sind eben nicht von nationalen Interessen geprägt. Uns ist sehr wohl bewusst, dass damit auch eine sehr große Verantwortung einhergeht, die richtigen Forschungsgebiete auszuwählen. Als ich erst mal hierher kam, dachte ich, machst du ein Gespräch mit dem Direktor von dem Institut. Und dann gehst du hier so ein bisschen übers Gelände rum, guckst mal hier rein, guckst mal da rein mit der Kamera. Dabei herausgekommen ist, ich bin überall, habe ich fast eine Viertelstunde verweilt mit der Kamera. Und es gibt so vieles zu berichten, so viel Interessantes zu berichten, was noch nicht heute da ist, also, aber was an der Tür klopft und morgen da sein wird. Wir sind hier in einem, naja, in einem, wirklich in einem seltsamen Raum. Okay, das nennt man bei uns, glaube ich, EMV-Raum. Also war man beim TÜV in Köln, war ich mal in so einem Raum gewesen, war nicht so groß. Warum ist das Ding so groß? Und was wird hier alles, was wurde gemessen, was wird gemessen? Dieses Labor hier dient zur Messung von elektromagnetischen Feldern. Mhm. Das heißt, wir sehen diese ganzen schönen Zacken hier natürlich auch, um die elektromagnetischen Wellen nicht irgendwie unregelmäßig zu reflektieren, sondern für saubere Messungen zu sorgen oder auch einen Großteil dieser ansonsten entstehenden Reflexion zu absorbieren. Das Labor ist deswegen so groß, damit wir auch größere Messungen durchführen können und auch für größere Objekte Messungen durchführen können. Das heißt, nicht nur in einem ganz normalen Zimmer messen, sondern auch unter größeren Bedingungen bessere Messergebnisse erzielen. Ich weiß, da war schon mal eine Hubschraube oben drauf. Ja, beim Tag der offenen Auto obendrauf. Haben wir das getan. Wir messen in der Regel die verschiedenen Interferences, das heißt die Störungen, die Funkwellen gegenseitig im Spektrum verursachen. Und das hat natürlich einen ganz engen Politikbezug, denn das Funkspektrum wird reguliert. Das ist eine frei verfügbare natürliche Ressource an verschiedenen Bandbreiten. Und irgendjemand muss zuteilen, welche Bandbreite wofür genutzt wird. Gibt es sowas auch für den A380? Es gibt auch entsprechende Mess- und Simulationsumgebungen, aber nicht in einem Funkmaßstab, der als geschlossener Raum den A380 aufnehmen könnte. Es werden natürlich auch in Deutschland andere Tests an A380-Bauteilen durchgeführt. Wir haben am Anfang mal kurz darüber geredet, was sowas denn wohl kosten würde. 1992 wurde das hier gebaut. Das waren, glaube ich, 3 Millionen. Ja, die Kollegen haben mir gesagt, die Gesamtinvestitionskosten hier sind damals in Lire vergleichbar zu ungefähr heute damals 3 Millionen Euro gewesen. Nein. Es wären damals 6 Millionen D-Mark. Das heißt, die Installation hier ist zwar vom Volumen her verhältnismäßig groß, aber gar nicht so teuer, wie man ursprünglich denken sollte. Und was sind die zukünftigen Sachen, die noch gemessen werden müssen? Was kommt da ultraweit? Hier gibt es noch eine ganze Menge zu messen. Das heißt, die neuen Technologien, die wir jetzt alle einführen, wir kennen das von unserem Wireless LAN-Router und von den WiMAX Standards, die wir haben, die sind schlicht und einfach auch nicht immer ganz kompatibel mit dem, was schon am Markt auf dem gleichen Spektrum in der gleichen Bandbreite am Funken ist. Sodass man sich jetzt über ganz weit gestreckte Ultraweitband-Aktivitäten Gedanken macht und sich auch über Sendestärke und Übertragungsstärke und Interference ganz genau überlegen muss, was
gehört reguliert, welches Gerät darf in welche Bandbreite funken und wo insbesondere auch befinden sich dann funktechnisch die sicherheitsspezifischen Anlagen, die für Flugverkehr oder für andere kritische Infrastrukturen erforderlich sind. Auch wenn die letzte Wahl so ein bisschen enttäuschend war für Europa, aber ich glaube, das hat sich hier wirklich gelohnt, dass man so eine gemeinsame Forschungsstelle hat, wo viel bei rauskommt, wo viel gemessen wird, was Sicherheit angeht. Und ich freue mich, Europäer zu sein. Und vielen Dank für das Gespräch. Gerne.